Hallo und herzlich willkommen beim Seelenklopfen. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir, den Ulrich, und der erzählt uns seine, wie ich finde, sehr berührende Geschichte seines Heilungsweges. Und bei ihm gibt es nämlich wieder ein ganz neues Thema. Eigentlich ist er gar nicht von einer, sagen wir mal, klassischen Depression betroffen, sondern es war eine Phase der Trauer, die mit ganz ähnlichen Symptomen einhergegangen ist und die Ulrich überwunden hat. Und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist und uns davon erzählst. Herzlich willkommen, Ulrich. Hallo Sabine und hallo an alle, die uns zuhören mögen. Ich hoffe, dass er nicht gleich wegschaltet, weil Trauer ist ein Thema, das will eigentlich niemand haben. Aber ich kann euch beruhigen, es ist ein spannendes Thema und ihr verpasst was. Wir können heute auch nur ganz wenige Aspekte beleuchten. Trauer ist ein ganz weites Feld und viel spannender als so eine langweilige Depression. Die braucht man ja nicht. Aber Trauer, davon ist irgendwann jeder mal betroffen, egal ob die Frau stirbt, wie in meinem Fall, oder vielleicht die geliebte Katze stirbt. Das ist alles Trauer. Und selbst Liebeskummer ist eine Verlusterfahrung, die auch eine Art Trauerprozess bedeutet. Und insofern kann ich nur sagen, hört zu, schreibt Kommentare, ich freue mich. Genau, und wer von euch vielleicht jetzt gerade ganz akut in einer Trauersituation ist, dann wäre unser Vorschlag, dass ihr euch das Video für später aufspart. Ja, das könnte ganz wertvoll für euch sein, nur vielleicht nicht gerade jetzt in der ganz akuten Phase, weil es vielleicht doch zu sehr noch triggert. Und bevor ihr wegschaltet, falls ihr akut von Trauer betroffen seid, gibt es eine kleine Anregung von mir, die mir geholfen hat. Es gibt einen Bundesverband Trauerbegleitung, bv-trauerbegleitung.de. Da gibt es ein Mitgliederverzeichnis mit ungefähr 150, 180 Leuten, die da bundesweit tätig sind. Und wer also das noch keinen Gesprächspartner hat, um über seine Trauer zu sprechen, der sollte sich da hinwenden und sich so einen Trauerbegleiter suchen. Das ist etwas, was mir sehr geholfen hat. Okay, vielleicht steigen wir da mal direkt ein, Ulrich, dass du einfach mal von dir erzählst. Was bedeutet eigentlich genau Trauerbegleitung? Kann man sich das so vorstellen wie eine Psychotherapie? Ist das, oder ist das mehr so ein Seelsorger, der dann direkt nach dem Ereignis kommt? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Das ist alles richtig, was du vermutest, und alles falsch. Ich hatte keine Ahnung. Ja. Ich kannte das Wort Trauerbegleitung so als Aufschrift auf Bestattungsfahrzeugen oder von Schaufenstern in Bestattungsunternehmen. Ich wusste, das ist halt irgendein Zusatzgeschäft. Wer als Bestatter arbeitet, macht vielfach auch eine Art Trauerbegleitung. Und was das eigentlich bedeuten kann, wusste ich nicht. Und das war schon ein Riesenzufall, dass ich überhaupt dahin kam. Das waren Menschen, die mir begegnet sind, die ich vorher nicht näher kannte oder gar nicht kannte. Das eine war eine Arbeitskollegin. Ja, wir hatten ein gutes Verhältnis, aber wir haben jetzt nicht über irgendwelche tiefen Themen gesprochen. Und als ich da in dieser ersten Zeit dann täglich in Tränen ausgebrochen bin am Arbeitsplatz und sie mich so beobachtete, sagte sie dann irgendwann, es wäre wohl besser, nach ihrem Eindruck, findet sie, es wäre gut, wenn ich mir Hilfe hole. Naja, geht gar nicht, weil von Psychotherapeuten habe ich keine gute Meinung. Ich hatte etliche beruflich kennengelernt und da waren eigentlich nur zwei. Also in der Großstadt, wo ich damals lebte, dachte ich, wenn es ganz schlimm wird, gehe ich dahin. Aber so schlimm fand ich es nicht. Mhm. Und du hattest einfach auch so ein spezielles Weltbild auch so ein bisschen, ne? Also Therapeuten gegenüber, Heilpraktikern gegenüber, vielleicht so ein bisschen skeptisch. Und ja. Gut, aber die Kollegin hat mich locker gelassen und hat mich so sanft geschoben. Und hat dann, das war der entscheidende Punkt, die hat die Karten auf den Tisch gelegt und hat gesagt, du musst jetzt keine Bedenken haben. Ich bin seit 2 Jahren in Psychotherapie und war auch schon 4 Wochen in der Klinik. Oh, mhm. Das wusste ich nicht.
War hier auch nicht anzusehen. Das ist ja den meisten nicht anzusehen. Ja, ich war mal krank, ja. Und ich dachte, ja Gott, Jugend schön, zwei Kinder, kann es keine Probleme geben im Leben. Ja. Das war offenbar anders. Und diese Offenheit, diese ja, Authentizität, wichtiger Punkt, das hat mich überzeugt. Ja, dann hat sie mir erzählt, wie das in der Klinik war. Das ist in 4 Wochen Klinikaufenthalt, nur 2-mal eine halbe Stunde Gespräch mit einem Psychotherapeuten hatte. Da dachte ich, das nützt mir nichts, ich brauche jemanden zum Reden. Also so viel war mir klar. Und dann hatte ich auch Bedenken, dass man da mir nur Psychopharmaka gibt. Da war ich auch dagegen, ohne schon zu wissen, dass bei Trauma und Trauer Psychopharmaka eigentlich kontraindiziert sind. Ach, das ist interessant. Vor allen Dingen ist das wichtig auch zu wissen, ne, für Betroffene. Ja, das ist natürlich was ganz anderes. Wenn das durch Trauer oder durch Trauma die depressiven Symptome ausgelöst werden, kann man da nicht einfach mit Antidepressiva rangehen. Die Symptome sind bei Trauer wahrscheinlich dieselben wie bei Depressionen. Ich habe ja keinen direkten Vergleich. Ich will jetzt aber also die klassischen Symptome, ne? Freudlosigkeit. Ja. Und die klassischen Symptome sind ja so Freudlosigkeit, Interesselosigkeit, Antriebslosigkeit, sowas, ne? Appetitlosigkeit. Ja, ganz, ganz klassisch bei mir. Schlafstörungen bis hin zu körperlichen Dingen. Ich habe dann aufgrund des, ich wusste es nicht, aber Trauer bedeutet Stress. Das werden also ohne Ende Stresshormone ausgeschüttet und die gehen halt nicht von allein wieder weg. Ja. Da reicht es nicht mal, einen Waldspaziergang zu machen. Habe ich natürlich auch gemacht, ist auch gut, ist auch hilfreich, aber es reicht nicht. Ja. Da muss mehr passieren. Ja, und die Kollegin hat also mir alles erzählt, was da sie so erlebt hat. Damit habe ich mich mit dem Thema Therapie erstmal beschäftigt. Und ich habe dann auch gesagt, ich gehe nicht dahin, die verschreiben mir nur Psychopharmaka. Nur du musst das Zeug nicht nehmen, ich habe es auch nicht genommen. Wieso? Wenn ich zum Arzt gehe, muss ich doch machen, was der sagt. Nö. Die haben zwar ihr gesagt, es wäre besser, sie würde sowas nehmen, aber sie hat das ohne machen wollen und das wurde akzeptiert und sie ist den Weg gegangen und erfolgreich. Ja. Das ist auch interessant. Das ist auch noch so das alte Weltbild, ne? Also ich finde, das ist eins der großen Missverständnisse, wenn man zum Psychiater geht, dass man dann glaubt, oder überhaupt zum Arzt, ne? Dass man dann glaubt, man müsste genau das machen, was der sagt. Nee, eigentlich. Das ist gerade bei Psychogeschichten, finde ich es besonders wichtig, dass man den Arzt als, sagen wir mal, als Berater, als Dienstleister betrachtet, der einem mit seiner Expertise irgendwie sagen kann, was es für Möglichkeiten gibt, aber man muss das nicht machen. Ich höre das oft von Klienten, dass die mir sagen, ja, ich habe demnächst wieder einen Arzttermin, hoffentlich muss ich nicht das und das. Und dann sage ich mir, du musst gar nichts. Und das finde ich ein ganz wichtiges Thema. Ja, das wusste ich nicht, es war mir neu. Und da hat mir die Kollegin richtig viel geholfen. Ich bin ihr ewig dankbar, ja. Aber deshalb war ich immer noch nicht bereit, irgendwie mir einen Therapeuten zu suchen oder ich wusste auch nicht, wo. Keine Ahnung. Ja. Ich war ja, also bei mir war es jetzt nicht so, dass ich den Alltag nicht mehr bewältigt habe oder ich konnte ja auch arbeiten gehen. Also das ist glücklicherweise bei meinem Beruf so, wenn ich Busfahrer gewesen wäre, dann hätte ich nicht mehr arbeiten können. Aber ich sitze am Computer, alles, was ich mache, wird noch kontrolliert und ich habe glücklicherweise keinen Zeitdruck. Bei uns kommt es aus Qualität an. Ja, da hatte ich richtig Glück, auch mit meinem Arbeitgeber. Das war schon mal ganz wichtig. Ja, und dann der zweite Mensch, der mir weitergeholfen hat, das war noch verrückter. Das war eine Bekanntschaft aus dem Internet. Und naja, es ist nichts draus geworden, aber sie hat mir dann gesagt, du gehst dahin. Mach das bitte. Und hat mir genau die Adresse gegeben. Das war sozusagen der letzte Liebesdienst. Da bin ich ihr ewig dankbar. Das war auch so ein Schlüsselmoment, ne? Wo wir jetzt die ganze Zeit so von Schlüsselmomenten sprechen. Da hast du mehrere gehabt von dieser Art. Aber ne? In Reihenfolge. Über 3-4 Jahre. Im Moment ist es sehr ruhig, deshalb habe ich auch Zeit, mal ein Interview zu geben. Nicht mehr langweilig.
Vielleicht wird es auch ein Schlüsselmoment, weiß man nie. Ja. Aber ja, so bin ich da hingekommen und die sagte mir, geh zu einer Trauer, da gibt es auch noch was anderes außer Psychotherapie. Ich sage, was denn? Ja, Trauerbegleitung. Ich sage, um Gottes Willen, das sind die Sargträger, die noch ein Zusatzgeschäft machen. Nein, nein, das ist eine richtig anspruchsvolle Tätigkeit. Ausbildung dauert ein Jahr. Und die Adresse, die ich dir gebe, die Frau hat selber Ausbildung gemacht, da gehst du hin. Ich sage, gut. Da war ich immer noch nicht so weit. Und dann hat mir das Leben einen Hinweis gegeben. Ich bin mit dem Fahrrad gefahren, wollte in den Garten und da gibt es eine Abkürzung, sehr steil, sehr steinig. Und ich wusste, ich muss rechts fahren. Und ich bin dort hingefahren und war im Kopf natürlich völlig woanders, beim Trauerfall. Und bin links gefahren. Bin also in diesen steilen Abhang links voll ins Geröll rein. Und ich denke noch, ich muss weiter rechts fahren, das geht hier schief. Und ich konnte nicht mehr lenken. Ging nichts mehr, weil ich mit dem Kopf wo ganz woanders war. Und dann konnte ich mit Mühe noch dort irgendwie bremsen und habe so einen halben Sturz hingelegt, ohne dass ich mich verletzt habe. Dann bin ich aufgestanden, bin die paar Meter runtergeschoben, bis ich unten am Abhang stand. Und dann war mir klar, das war wie so ein Zeichen. Das war ein Aufwecker, ne? Ich bin nicht mehr in der Spur. Ja. Ich kann nicht mehr lenken. Mhm. Krass, ne? Was man so symbolische Dinge dann erlebt. Das höre ich ganz oft. Mhm. Und Radfahren war für mich, ja, das hat mir mein Vater mit 5 Jahren beigebracht. Das war immer ganz wichtig, auch therapeutisch. Also ich mache jetzt nicht Leistungssport, aber in die Natur fahren, Naturerlebnis, Ausdauersport ist ja sowieso bei allen Krisen eine feine Sache, so im anaeroben Bereich, also Sauerstoffüberschuss. Ja. Um Stresshormone abzubauen, ne? Ja. Das habe ich also immer gemacht, habe auch jahrelang Radreisen betrieben und jetzt nicht mehr Fahrrad fahren können, das war für mich das Schlimmste, was ich mir vorstellen konnte. Dann bin ich die restlichen Kilometer im Garten gefahren. Ich weiß nicht mehr wie. Ich habe ständig kontrolliert, wo fahre ich? Fahre ich wirklich rechts? Ja, weil ich konnte mich nicht mehr auf mich verlassen. Mhm. Und dann war ich im Garten und dann war mir klar, ja, da muss ich jetzt da bei der Frau anrufen. Mhm. Das war ein Segen, dass du das gemacht hast. Ja, das war auch nicht so einfach, weil per E-Mail werden Erstgespräche nicht vereinbart, nur telefonisch. Ja, habe ich da angerufen, erstmal wieder aufgelegt, weil es war ein Anrufbeantworter dran. Ging gar nicht. Dann habe ich eine Stunde gewartet, war immer noch ein Anrufbeantworter dran. Dann habe ich es irgendwie geschafft, da mal ein paar Worte auf das Band zu sprechen. Die Trauerbegleiterin hat mir später gesagt, sie macht es absichtlich, weil ans Telefon kann sie natürlich nicht immer rangehen, aber sie will die Stimme hören. Mhm. Und meine Stimme klang so, dass ich dann eine Woche später einen Termin hatte. Also sie rief dann, ich habe am Freitag angerufen, Montag rief sie zurück und ich glaube noch Freitag drauf hatte ich dann einen Termin. Mhm. Wenn man vergleicht, wie lange manche Leute auf eine Psychotherapie warten müssen, da hatte ich richtig Glück. Das ist sehr komfortabel. Mhm. Ja. Aber es ist natürlich auch Selbstzahler. Mhm. Ja, gut, Selbstzahlertermine kriegt man bei Depressionen auch recht schnell. Ja, nur es ist nicht mit ein paar Terminen getan. Ne? Das ist das Problem. Mhm. Aber ich würde es jederzeit wieder machen. Es gab in der Zeit auch nichts Wichtigeres, wofür ich mein Geld investiert hätte. Und in dem Fall hat mir es auch mein Vater bezahlt. Der hat gesagt, ich will irgendwas mit tun. Ich bezahle die per Termine und dann habe ich ein gutes Gewissen. Ja, fand ich auch gut. Ja, toll. Ja. Ich habe meinen Vater gefragt, der sehr viele schlimme Erfahrungen gemacht hat. Der war von 1939 bis 1948 im Krieg. Mhm. Wie habt ihr das ausgehalten damals? Mhm. Hat er lange überlegt und gesagt, das weiß ich nicht. Uns hätte sowieso niemand geholfen. Die mussten damit irgendwie klarkommen. Mhm. Ja, insofern hatte ich schon mal Glück.
ich musste nicht alleine klarkommen. Ich habe das zwar dummerweise versucht, aber das war sehr dumm. Ja, ich bin, glaube ich, 4 Monate nach dem Ereignis dann dort das erste Mal zu der Trauerbegleiterin. Und die ersten 4 Monate hast du im Grunde gar nicht so richtig bist du nicht in die Verarbeitung gegangen, ne? Ja, doch, schon, aber das geht alleine gar nicht. Weil ich habe das so beschrieben, dann, ich war dreigeteilt. Also zum einen war ich der Mensch, der im Alltag funktioniert hat. Dann war ich der Mensch, der in der Vergangenheit lebte, die aber weg war. Aber das Gehirn hat ständig Assoziationsketten gebildet. Irgendwas Kleines, was weiß ich. Ich sehe da im Hintergrund in deinem Zimmer irgendeinen Gegenstand und schon ratatatatata. Ja. Wurde da eine Beziehung hergestellt im Gehirn zu dem, was da früher war. Hatten wir auch. Ja, hätte meiner Frau auch gefallen. Die hatte auch so einen Schrank. So würde das gehen. Pausenlos und sehr anstrengend. Das glaube ich. Ja, und die dritte Person, die ich war, das war die ständige Selbstkontrolle. Weil Trauer ist ja ein vollständiger Kontrollverlust. Das ist Trauma, das Miterleben von Krankheit, Sterben, Tod und man kann nichts mehr tun. Das führt dann dazu, dass eigentlich gar nichts mehr, also das Selbstvertrauen in das Leben fehlt. Und ich hatte dann ständig, ja, zum Beispiel, ich stehe auf dem Balkon und so eine innere Stimme sagt, naja, halt mal Abstand zur Balkonbrüstung. Ich war überhaupt nicht suizidgefährdet, also die ganze Zeit nicht. Aber diese ständige Vorsicht, es könnte irgendwie gefährlich sein, das war ständig da. Oder wenn ich über eine Verkehrsampel gegangen bin, Fußgängerampel, hat die jetzt auch wirklich auf grün geschaltet oder warst du im Gedanken wieder woanders? Ja. Diese ständige Selbstkontrolle, die frisst unglaublich viel Energie. Ja, das glaube ich. Und wie hast du das wieder weggekriegt oder ging das von alleine mit der Zeit wieder? Ich habe das erstmal gar nicht weggekriegt. Das war eben einer der Punkte, weshalb ich dann auch zur Trauerbegleiterin gegangen bin. Wenn ich Trauerbegleiterin sage, dann ist es eigentlich, also sie hat da mehreres auf dem Zettel. Sie war in meinem Fall eine gelernte Krankenschwester, was gut ist. Die kannte sich also persönlich auch aus mit Krankheit, Tod und Sterben. Dann macht sie Psychotherapie als Heilpraktiker, Familientherapie, spielte ja auch eine Rolle, obwohl meine Frau ja nicht mehr da ist. Die gesamte Beziehung muss ja auch aufgearbeitet werden. Mhm. Da stellt man sich ja automatisch Fragen, was hätten wir besser machen können? Das kommt alles dann noch obendrauf, auf den Verlust. Obendrauf, immer mehr, Riesenberg. Ja. Naja, und dann bin ich also dorthin und im Erstgespräch gab es, also es ist dasselbe Setting wie in der Psychotherapie, 2 Meter Abstand, ja, alles sehr sachlich. Sie deckt da auch wenig von sich auf. Es ist alles, sag mal, schon empathisch, aber es wird da nicht der Trauerfall jetzt in alle Einzelheiten wiedergekäut, gar nicht. Es gibt eine kurze Orientierung, was ist passiert, wie sind die Familienverhältnisse, welche Ressourcen sind da, sowas in der. Oder besteht, das ist wichtig, ne? Besteht Suizidgefahr? Ja, das ist nicht direkt gefragt, aber ja. In meinem Fall war sie 30 Kilometer weg auf dem Dorf. Ich habe kein Auto, bin also mit dem Fahrrad dorthin. Und kam an dem Tag in einem guten Zustand an. Also ich habe also dort kaum Tränen vergossen, aber habe mich dann fast entschuldigt. Und naja, die wird es schon gewusst haben, dass das abends anders ist. Und hat dann gefragt, naja, was habe ich denn so für Symptome? Und da habe ich aufgezählt, naja, Schlafstörungen. Ich schlafe normal ein, aber bin nach 4 Stunden wach so angeschaltet. Und das ist auf Dauer natürlich nicht gut. Das gibt es ganz häufig in der Depression auch. Ne? Ganz klassisches Anzeichen für Depression auch. Mhm. Ihre Antwort war, das ist normal. Ja, ich sage, dann fühle ich mich völlig schlapp. Ich habe überhaupt keine Energie mehr.
Das ist normal. Und dann habe ich ständig Gedankenketten an die Vergangenheit. Das ist richtig, richtig schlimm. Ich halte es kaum aus. Das ist normal. Naja, und so ging das noch eine ganze Weile, bis ich dann aufhörte, Symptome aufzuzählen, weil ich die Antwort schon kannte. Und dann war eine kurze Pause und sie sagte, und wenn es Ihnen noch schlechter gehen sollte, wäre das auch normal. Und das erste halbe Jahr können Sie sowieso vergessen. Ich war ja so mit der Vorstellung hingekommen, ich bin jetzt kurz vorm Verrücktwerden. Die wird mich wahrscheinlich zu einem Arzt überweisen und dann, ja, die übliche Tour, ne? Ja, die Schulmedizin, die räumt einem ja nicht ein halbes Jahr Trauerzeit ein, sondern zwei Wochen, ne? Ja, nee, seit 2022 ein halbes Jahr. Aber okay. Zwei Wochen, ja. Also bei Depression sagt man ja so, wenn man es länger als zwei Wochen hat, dann kann man mal direkt Medikamente nehmen, ne? Das ist ja eine echt, das hatte ich, echt kurze die Ansage hatte ich wirklich. Eine Stunde nach dem Tod meiner Frau ein Beratungsgespräch mit einem Herrn vom psycho-onkologischen Dienst. Das ist in jeder Beziehung schlecht gelaufen. Ich habe dann zum Schluss versucht, wenigstens dem Ganzen noch eine Wendung zu geben, weil ich dachte, es wäre gut, wenn sich die Familie, die Kinder meiner Frau Hilfe suchen würden. Und ich brauche auch jemanden zu reden. Da habe ich überlegt und habe gedacht, ich stelle eine offene Frage. Da habe ich gefragt, woran merke ich denn, dass ich mir Hilfe suchen sollte? Da war die Antwort, werde ich nie vergessen. Wenn Sie in zwei Wochen noch nicht darüber hinweg sind, rufen Sie mich an, dann bekommen Sie ein paar Pillen. Da dachte ich, nee. Und es war das erste Mal, dass ich innerlich Zwiesprache mit meiner Frau gehalten habe. Ich konnte mir richtig vorstellen, ihren Gesichtsausdruck und was sie sagen würde, die hätte so mit unterdrückter Wut gesagt, das machst du auf gar keinen Fall. Und ich hätte beruhigend gesagt, beruhige dich, der bestätigt gerade alle Vorurteile, die ich gegen diese Zunft habe. Mhm. Und ich schaffe das auch alleine, trotzig. Mhm. Und dieses, das schaffe ich auch alleine, war Quatsch. Ja. Aber er hat mir mit diesem Satz den Weg verbaut. Aber ich war bei meiner Trauerbegleiterin und die sagte dann ganz zum Schluss fast nebenbei, und noch was, keine Pillen. Ach. Das haben wir dann des Öfteren thematisiert, weiß nicht, auch fachlich interessiert. Also bei Depressionen ist es ja nun wohl so, dass Psychopharmaka nicht mehr das erste Mittel der Wahl sind. Es gibt ja auch noch viel mehr. Also in den USA gibt es 2500 zugelassene psychotherapeutische Verfahren, in Deutschland nur 5. Das zeigt 2500 therapeutische Verfahren. Ja. Also die ganze Körpertherapie zum Beispiel, die bei Trauma und Trauer sehr hilfreich ist, was ich dann später selbst erlebt habe, die gibt es ja in Deutschland nicht. Also außer Selbstzahler. Ne? Und wenn du zufällig darauf kommst, so wie ich. Meines Glück gewesen. Es ist ja keine, sagen wir mal, diagnostizierbare Krankheit in dem Sinne, ne? Wenn man einen Trauerfall hat. Und um eine Therapie bezahlt zu bekommen, muss man ja auch eine Krankheit haben. Ne? Ohne richtig. Ja. Geht es ja schon mal nicht. Trauer ist von der Symptomebene her fast identisch mit Depressionen. Das macht es auch für die Therapeuten und Ärzte schwer. Dazu kommt, dass ich eine echte Trauer auch mit einer echten Depression oder mit anderen psychischen Krankheiten überlagern kann. Ja, das ist Trauer schwer auseinanderzuhalten. Schon vorhandene Depressionen verstärken und auslösen. Ja. All das müssen Ärzte und Therapeuten unterscheiden. Und dann haben sie das zusätzliche Problem, was rechne ich denn ab? Trauer kann niemand abrechnen. Also wenn ich jetzt Busfahrer gewesen wäre und hätte nicht mehr hinterm Lenkrad sitzen können, da hätte ich mich krank schreiben lassen müssen. Und da hätte sich der Arzt etwas einfallen lassen müssen. Dann hätte er irgendeine Anpassungsstörung oder eine Depression auf den Zettel geschrieben. Nur mir als Patient oder Hinterbliebenen hätte das
vielleicht finanziell genützt, aber es führt aufs völlig falsche Gleis, nämlich ins Gleis einer Störung und Krankheit. Ja. Und Trauer ist eben keine Störung. Nee, das im Gegenteil. Ein notwendiger Prozess einer Verarbeitung eines Verlustes. Ja, genau. Und das muss geschehen. Das kann man ja nicht dann nach 2 Wochen die Pillen einwerfen, damit unterdrückt man ja den Verarbeitungsprozess. Wäre kontraproduktiv. Ja. Aber das wusste ich alles nicht. Ich habe dann bei der Trauerbegleiterin, ich bin da also so aufgeschlagen, wie ich habe das Gefühl, ich wäre jetzt verrückt. Kann man das machen? Nö, das ist normal. Sie müssen da einfach durch. Mhm. Er hat wirklich gesagt, einfach. Ich dachte, um Gottes Willen, nimmt die mich nicht ernst? Doch. Und dann hat sie so einen Satz gesagt, naja, wissen Sie, jeder Fall ist anders. Da habe ich später auch gedacht, dafür bin ich jetzt 30 Kilometer durch Feld, Wald, Berg und Tal gefahren für so einen Satz. Jeder Satz ist anders. Das ist doch selbstverständlich. Ist es aber nicht. Ja? Es gibt bei Trauer eben kein Schema. Es gibt keinen Therapieplan. Kann es gar nicht geben. Die Fälle sind viel zu individuell. Und das macht es auch, ja, das macht es spannend. Die Trauerbegleiterinnen, die es sind, die machen das wirklich gerne. Und es ist auch anstrengender, weil man macht da nicht einmal eine Anamnese wie ein Arzt und dann wird der Therapieplan festgelegt. Nee, es ist jedes Mal neu abzugleichen. Was ist heute Thema? Was ist dran? Wie geht's ihm? Wo könnte es vielleicht hingehen? Das ist spannend, das ist anstrengend. Und das ist was ganz anderes als bei Grippe und Heiserkeit. Ja, klar. Das wusste ich alles nicht. Das, was ich noch wissen wollte, wie schnell geht das weg, weil ich halte es nicht mehr aus. Mhm. Das ist bei der Depression auch nichts anderes. Klar, das ist ein Zustand, der einfach wahnsinnig unangenehm ist. Und man möchte, dass er so schnell wie möglich wieder aufhört. Und das unterstützen die Ärzte ja auch, indem sie ein paar Pillchen verschreiben. Nur, dass eine Trauerbegleiterin da ganz anders reagiert. Meine hat gesagt, also in ihrem Fall, nach ihrer Erfahrung, würde es 3 bis 5 Jahre dauern, bis das Gröbste überstanden ist. Uff. Und da habe ich gedacht, das ist mein Todesurteil, das halte ich nicht aus. Ich konnte mir ja gar nicht vorstellen, dass Trauer auch etwas ganz anderes sein kann, als traurig und heulend in der Ecke zu liegen. Nämlich? Ja. Das wandelt sich, ne, im Laufe der Zeit. Wandelt sich, genau. Mhm. Und vor 3 Tagen habe ich erst ein Video von Chris Paul gesehen. Das ist eine Trauerbegleiterin aus Bonn. Mhm. Wer will, chrispaul.de oder Pauls, weiß ich jetzt nicht genau. Und die hat aus ihrer Praxis beschrieben, die meisten Klienten kommen zu einer Trauerbegleitung, weil sie das mit dem Gefühl, ich glaube, ich werde verrückt. Und der häufigste Satz, den Trauerbegleiterinnen oder Trauerbegleiter sagen, ist, das ist normal. Mhm. Also insofern war ich voll im Durchschnitt. Aber das hätte mir damals auch nichts genützt. Ich habe das nicht geglaubt. Also das eigene Leid ist ja immer das Schlimmste. Mm, klar. Und der Satz, also jeder Fall ist anders, da steckt ganz viel Wertschätzung drin. Das heißt, dass ich als Mensch gesehen werde. Ja. In meinem Fall. Ja. Und am Anfang dachte ich, das ist so eine Floskel. Aber das war ein Angebot. Das war ein Schatz. Toll. Ja. Und was würdest du sagen, wenn jetzt jemand wirklich in der Trauer ist, was sind bei dir so die wichtigsten Heilungsschritte gewesen oder was waren die Schlüsselmomente oder wie würdest du es benennen? Was ist das, wo man nicht drumherum kommt und was einen aus der Trauer wieder rausführen kann? Hm. Vielleicht 3 Sätze von meiner Trauerbegleiterin. Ganz am Anfang hat sie mal ihre Hände so aneinandergelegt und hat gesagt, schauen Sie, die Trauer ist genauso groß wie die Liebe zu Ihrer Frau. Wenn Sie weniger trauern wollen, dann hätten Sie Ihre Frau ja weniger geliebt. Und da ist mir das klar geworden,
Also es gibt da keine Abkürzung. Ja. Und dann hatte sie so ein schönes Bild. Stellen Sie sich vor, Sie sind in ein Labyrinth gefallen. Zurück geht's nicht. Da können Sie noch so abstrampeln. Da kommen Sie nicht mehr zurück. Und in so einer Situation gibt's nur eine Möglichkeit. Nicht stehen bleiben. Ja. Niemand weiß, ob Sie aus diesem Labyrinth wieder herauskommen und wann und auf welchem Weg. Weiß niemand, auch ich nicht. Sie können sich nur auf den Weg machen. Und denken Sie dran, nie stehen bleiben. Mhm. Und wenn Sie in eine Sackgasse kommen, dann gehen Sie halt zurück. Irgendeinen anderen Weg wird es geben. Das ist ein super Bild, weil das betrifft die Menschen in der Depression, sagen wir mal in der klassischen Depression, ganz genauso. Also sie hat mich aus diesem passiven Trauern in die Eigenverantwortung getrieben fast. Ja, raus aus der Ohnmacht. Wald, ne? Ja. Wir hatten überhaupt keine Ratschläge. Also Ratschläge sind Schläge, das gab es nicht. Aber immer so eine Anregung. Mhm. Und so ging das erste halbe Jahr so halbwegs dahin. Und dann sagte sie eines Tages, ich weiß nicht mehr in welchem Gespräch, so einen Satz. Übrigens, die dürfen jetzt alles. Da war ich völlig verblüfft. Was bitte soll ich denn dürfen? Es ist alles sinnlos geworden. Aber das kann schon sein, aber ich weiß es nicht. Sie müssen das selber rausfinden. Aber sie dürfen jetzt alles. Dann bin ich nach Hause geradelt, 30 Kilometer, Feld, Wald, Berg und Tal und dachte, was soll das? Die meint sicher nicht, dass ich mir am Hauptbahnhof Drogen kaufe oder im Supermarkt das wöchentliche Angebot an Schnaps mir in die Rübe schütte. Das hilft sowieso nicht. Ne? Also ich habe Alkoholkonsum noch weiter reduziert. Etwa mal ein Glas Rotwein bringt gar nichts. Also das hilft bei Trauer nicht sowas. Ja. Wer jetzt der Meinung ist, solche Ratschläge gäbe es natürlich auch. Ja, trinkst du heute Abend mal einen Schnaps, dann geht das schon. Ne? Man kriegt ja alle möglichen gut gemeinten Ratschläge. Mhm. Nee. Gar nicht. Es hilft bei Depressionen auch nicht. Da rutscht man höchstens in eine Suchterkrankung und das will man obendrauf nicht mehr. Ja. Ja. Ja, also, ja, was soll ich dürfen? Ja. Dann gab es wieder so wunderbare Zufälle. Mhm. Meine Frau hat Zufälle, die es eigentlich auch nicht gibt. Ne? Gerade bei mir, wo ich an sowas nicht glaube. Ne? Mhm. Mhm. Meine Frau hat Yoga betrieben, aber das war ihre Sache. Sie war immer mal verschwunden und dann habe ich sie vermisst, habe mir auch Sorgen gemacht. Mach eine Tür auf, mach die Tür zu, ich mache Yoga. Ah, gut. Aber sie hat mir nichts erklärt. Ja, sie hat meine Skepsis gespürt und okay, ist halt ihre Welt. Ne? Das war so die Basis unserer Beziehung. Es hat auch so jeder so sein Feld und damit sind wir gut gefahren. Also habe ich überlegt, naja, Yoga könnte auch gut sein. Probierst du mal. Mhm. Da habe ich mich ans Internet gesetzt und gesucht. Yoga in meiner Stadt, ja, gibt's. Und dann habe ich aber so die Regel, nimm niemals das erste Suchergebnis, also die ganzen Anzeigen sowieso nicht, sondern guck mal, was steht ein bisschen weiter unten. Ein bisschen weiter unten stand Tantra. Was ist das denn? Habe ich auch schon mal gehört. Und dann habe ich da ein bisschen was gelesen, dachte, um Gottes Willen, dieser esoterische Schweinkram. Und dann kam so die innere Stimme gleich wieder, na, willst du hier deine Vorurteile pflegen? Was weißt du denn darüber? Naja, ehrlich gesagt weiß ich nichts darüber. Na also, bestell dir doch ein Buch. Okay, habe ich gemacht. Und unter den vielen 100 Büchern in der nächsten Stadt im Buchhaus, 2 Meter, garantiert, stehen da. Da fiel mir ein Buch in die Hand von, glaube ich, Ralf Deutschmann, Lebendiges Tantra. Mhm. Oh, lebendig, das hat mich angesprochen. Das habe ich mir bestellt, das sind 3 kleine Heftchen. Ich habe es erst mal mit einem versucht. Und dann waren da natürlich auch Dinge drin, die für mich gar nicht in Frage kamen. Also totale Grenzüberschreitung. Aber je weiter ich gelesen habe, desto mehr dachte ich, der kennt mich, der hat das nur für mich geschrieben.
woher weißt du das? Und dann stand da, ja, Berührung ist lebenswichtig. Wenn du keine Berührung hast, stirbst du. Aha, na, das ist ja toll. Ne? Woher soll ich das jetzt haben? Ja, blätter ich um, da steht der passende Satz. Und wenn du jetzt keine Berührung hast, dann musst du dir eben welche kaufen. Hä? Ich? Um Gottes Willen, geht gar nicht. Das ist ein absolutes Tabu, ne? Ja, für mich auch. Gab's nicht. Ja? Also Berührung gab's in der Beziehung und sonst nicht. Und bei mir ist es so, dass selbst im Kindergarten, da gab es keine Umarmung. Das war so sozialistischer Kindergarten, Jenny Marx. Ja, also dass da die Jungs sich täglich geprügelt haben, war normal, aber eine Umarmung gab es nicht. Ja. Also habe ich das dann auch irgendwann mal. Ich wollte ja nicht der totale Außenseiter sein. Naja, also Berührung. Also gut, habe ich mich damit theoretisch befasst und fand das alles schlüssig. Und dann dachte ich, naja, das gibt es bestimmt nur in Berlin oder München. Habe ich gegoogelt. Nö, in der nächsten Großstadt seit 10 Jahren deutschlandweit eines der besten Unternehmen für Massagen aller Art. Oh, habe ich ja keine Ausrede mehr. Raus aus der Komfortzone. Genau, da habe ich gedacht, naja, so in 4 Monaten vielleicht, ist ja auch teuer. Und dann kam das erste Weihnachtsfest allein. Das ging noch, weil da gab es Familienkontakt. Und danach fiel ich in ein großes schwarzes Loch. Wir hatten Betriebsferien. Ich war das erste Mal über Tage allein in der Wohnung, auch nicht mehr arbeiten gehen. Und mein Plan war eigentlich, ich mache alles so weiter wie bisher. Und Silvester hatten wir immer im Garten verbracht, weil meine Frau mochte die Knallerei nicht. Ich bin seit Militärzeiten, kann ich kein Schießpulver riechen. Ich mag das nicht. Und da waren wir im Garten, hatten Holzfeuer im Ofen, haben einen Spaziergang gemacht am 1. Januar und gut. Und für mich war das also unvorstellbar. Das war wie so ein tiefer Graben, in dieses neue Jahr 2018 zu gehen, konnte ich mir nicht vorstellen. Da dachte ich, also jetzt hilft gar nichts mehr, ich versuche das mal. Ich kriege ja sowieso keinen Termin zu stellen. Aber das Universum meinte es gut mit dir. Ja, das Universum hat geschrieben, naja, die Masseurin hat keine Zeit, aber eine andere. Da habe ich da reingeguckt, da stand da medizinischer Beruf. Mhm, passt. Und das Bild zeigte lange blonde Haare, wie bei meiner Frau das war. Ach, um Gottes Willen, nicht das noch. Voll aufs Schlimme. Aber ich habe es gemacht und es war schon im ersten Handauflegen, dachte ich, oh, so bleiben, 2 Stunden, wäre vollkommen genug. Aber es ging natürlich noch sehr viel weiter. Ja, danach war ich wie neu geboren. Also ich sage seitdem, 30. Dezember ist mein 2. Geburtstag. Seit diesem ersten Massagetermin? Ja. Wow, so eine heilsame Wirkung hatte das? Das war von ganz tief unten nach ganz oben binnen 2 Stunden. Wow. Und ich hatte dann etwa eine Woche lang so ein absolutes Glücksgefühl. Das haben eben auch meine Kolleginnen gemerkt. Die schieben ja am ersten Arbeitstag des Jahres immer so ein bisschen Brust. Und die standen da zu dritt in der Firma. Ich musste was Eiliges vorbeibringen und kam da angerannt. Hallihallo, hier bin ich. Ich bringe euch was. Was ist denn mit dir los? Ach nichts, ich habe die Drogen gewechselt, habe ich gesagt. Das Zeug wollen wir auch haben. Nö, alles körpereigene Stoffe. Na, die Wirkung hängt so dann so etwa 2 Wochen an. Aber so krass war das wirklich nur beim ersten Mal. Das zeigt nicht, wie weit unten ich war. Mhm. Da wurden, so erkläre ich mir es, dieser Überschuss an Stresshormonen wurde runtergeregelt. Da gibt es auch ein gutes Buch von Andreas Stötter, Tief berührt, die Kunst der Achtsamkeitsmassage. Und der schreibt ein bisschen Theorie, hat auch eine Studie gemacht in Österreich mit einer Klinik bei mittelschweren Depressionen, haben die eine sehr, sehr gute Heilungsrate erzeugt, nur mit Achtsamkeitsmassagen. Wow. Die Griffe sind nicht festgelegt, kann unter Tantra-Massage, unter ganzheitlicher Massage, unter Achtsamkeitsmassage laufen. Da kann sich jeder was ausdenken.
Aber toll, ne? Das einfach nochmal so als auch als Heilungsmöglichkeit oder als Therapiemethode, das nochmal vielleicht in Erwägung zu ziehen, ne? Für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht von Trauer oder auch von Depressionen betroffen sind, aber dass es eine Möglichkeit ist. Und das, vielleicht muss man das so ein bisschen vom Image her aus der Schmuddelecke rausholen, ne? Oder wie hast du es gesagt? Es ist leider vom deutschen Staat in die Schmuddelecke gedrängt worden. Das, was ich da gemacht habe, empfangen habe, das zählt jetzt seit 2 Jahren als Sexarbeit. Und von den 40 Masseuren, die in dem Unternehmen gearbeitet haben, sind nur noch 2 da. Mhm. Ja, die anderen haben gekündigt, weil sie sich einfach nicht als Sexarbeiterin anmelden wollen. Weil es ist eigentlich was anderes, ne? Aber das verstehen die Politiker nicht, weil wahrscheinlich kennen die nur Bordelle und dann scheren die das halt über einen Kamm. Aber es ist traurig. Also Deutschland lebt im Mittelalter, was das betrifft. Ja, auch mit den 5 anerkannten Therapiemethoden im Vergleich zu 2500 in den USA. Ne? Ja, und für mich, um den Spruch der Trauerbegleiterin, sie dürfen jetzt alles zu erfüllen, hat mir dann eine innere Stimme beim 3. Massagetermin eingeflüstert, das will ich auch können. Der innere Kritiker, haha, das ist ja die dümmste Idee, in deinem Alter noch damit anfangen. Und du weißt schon, dass zur Massage immer 2 gehören. Was willst du da machen? Ist mir egal, ich will das trotzdem. Ja, mhm. Und dann habe ich mich zu Seminaren angemeldet, erstmal ganz behutsam. Und dann wollte ich ein richtiges Massageseminar besuchen. Das hat das Universum ausfallen lassen, mangels Beteiligung. Und dachte ich, na okay, ist jetzt ein Zeichen. Ist ja auch soll nicht sein. Man hat nachgeguckt, ob es noch einen anderen Massagekurs gab. Den gab es. Der ging über 3 Wochenenden, war 3-mal so teuer und es stand bei einem der besten Massagelehrer Deutschlands. Mhm. Dachte ich, oh, ich? Ja. Mangelndes Selbstvertrauen, die ganzen Themen, alle vorhanden bei mir. Dachte ich, nö, hab ja nichts zu verlieren, ich mache das. Und es war göttlich. Anders kann ich nicht sagen. Hinterher habe ich erfahren, wir waren auch seit Jahren eine der besten Gruppen. Mhm. Ja. Sollte alles so sein, ne? Seitdem, wow, aber das ist auch eine echte Wandlung dann, ne? Ja. Das heißt, im Grunde genommen ist es doch total egal, ob du eine Trauer hast oder ob du eine Depression hast oder ob du, was weiß ich, ne? Egal, was für eine Art von Lebenskrise du hast, es läutet einen Wandel ein, gezwungenermaßen. Mhm. Ja. Und der war notwendig anscheinend und hat dich in eine Richtung geführt, wo es irgendwie, wo das Universum dich hinhaben wollte. Ne? Genau. Weil du vorher gar nicht auf die Idee gekommen wärst, eine Massageausbildung zu machen. Undenkbar. Meine Frau hätte eine Krise gekriegt, das ist ein Eifersuchtsanfall wahrscheinlich. Ja, das wäre gar nicht gegangen. Ja, und inzwischen habe ich jetzt eine richtige Berufsausbildung nochmal gemacht. Das nennt sich Massagepraktiker. Also wir machen keine Heilung, wir sind keine Therapeuten. Wir machen Wohlfühlmassagen, aber rein zufällig geht es den Leuten hinterher besser. Ja. Es passiert einfach so, genau. Heilung nebenbei. Ne? Da kann ich ganz entspannt arbeiten und hatte da auch, ja, da gibt es eben auch Leute mit Depressionen, mit Missbrauchserfahrung, mit schwerem Liebeskummer. Das funktioniert. Wow, toll. Und all die anderen Dinge, ich sage mal meinen therapeutischen Heimwerkerkasten, das habe ich ja sowieso. Ja, was hast du da drin in deinem Heimwerkerkasten? Auch viel. Meditation ist wichtig, Atemübungen, Waldspaziergänge oder Waldbaden, Bäume umarmen, Ausdauersport, Radfahren. Garten habe ich leider nicht mehr, der ist verloren gegangen, aber ich habe jetzt hier draußen einen kleinen Balkongarten. Die Meisen fühlen sich da wohl und nisten. Ja, Ernährung ist bei mir noch auf der To-Do-Liste. Da müsste ich mehr tun. Wo ich auch noch Defizite habe, ist das ganze soziale Umfeld. Also gerade in den letzten 2 Jahren. Ich habe ganz viele neue Freundschaften hinzugewonnen. Aber es sind eben auch viele verloren gegangen jetzt, aus schlechten Gründen. Mhm. Ja, künstlerische Tätigkeit ist auch immer gut. Also ich fotografiere viel, ich habe gemalt und gezeichnet, das habe ich vernachlässigt. Aber ja, ich sage immer, irgendwas geht immer. Und was aus der Trauerbegleitung so der Kernpunkt ist,
Eigenverantwortung und in die Aktivität kommen. Irgendetwas machen. Und wenn das nur ganz wenig ist, und wenn das nicht funktioniert, nicht werden, dann hat es halt heute nicht funktioniert. Ja, ganz wichtig auch. Dann geht es um nicht was werden. Anderes. Ja. Mhm. Und was ich aus dem Tantra mitgenommen habe, das sind das, was du im Kölschen Grundgesetz geschrieben hast. Das ist im Grunde das Gleiche. Also sich selbst annehmen, Selbstliebe. Da hätte ich früher gedacht, das ist irgendwo zwischen Egoismus und Selbstbefriedigung verortet. Ja, nee, ja. Das hat ja irgendwie ein schlechtes Image mit der Selbstliebe, ne? Ja, ne? Ja, also das, die Dinge erstmal so annehmen, wie sie sind. Das heißt ja nicht, dass ich das so akzeptiere für immer und ewig, aber erstmal so im Hier und Jetzt. Ja. Deshalb freue ich mich auch über jedes Video von dir. Ich mich auch, wenn ich das mal alles selber so umsetzen würde. Das wäre schön. Ja, aber vielen Dank, Ulrich. Ich bin echt sehr berührt auch von deiner Geschichte, auch mit der Massage und so. Es ist wirklich, es ist toll. Also das kannst du jedem empfehlen, egal ob Depression, Trauer oder wie auch immer. Berührung ist wirklich was ganz Heilsames, ne? Jein. Es sollte, also nicht als Rezept, nicht als Verordnung. Es sollte so in eine innere Bereitschaft dazu da sein, so wie es bei mir war. Ich habe mir dann einfach überlegt, na, was hat denn gefehlt in unserer Beziehung? Oder was hat mir gefehlt? Mhm. Und das Thema Berührung ist bei ganz vielen Beziehungen, die dann über Jahre gehen, ja, das ist unterbelichtet. Und deshalb kam ich drauf, da hatte ich den Gedanken, ja, da könnte was fehlen, ich könnte das mal probieren. Aber wer jetzt einen völligen Widerstand hat, zum Beispiel Missbrauchsopfer, da würde ich sagen, Vorsicht. Ja. Aber es gibt halt in der Massage, in der Berührungskunst ein unheimlich weites Feld. Mhm. Das kann anfangen mit Handauflegen. Ja, nur am Rücken. Völlig in Ordnung. Also ich hatte eine Klientin, die hatte noch nie eine Massage. 24 Jahre alt, schön wie eine Göttin. Ich dachte, naja, Probleme kann die nicht haben. Hatte sie dann aber doch. Und das Ganze, es gibt immer ein Vorgespräch bei einer guten Massage und da wird abgefragt, was liegt an, körperlich, psychisch. Mhm. Und welche Grenzen werden gesetzt? Das ist ganz wichtig. Mhm. Wenn da eben die Grenze gesetzt wird, ich kann höchstens ein bisschen Rückenmassage gebrauchen, dann ist das völlig in Ordnung. Es wird nicht gewertet. Gar nicht. Ja, gar nicht. Wir sind eben keine Therapeuten, so nach dem Motto, es tut jetzt mal ein bisschen weh, dann müssen Sie durch. Gar nicht. Mhm. Ja, das ist nicht das, worum es geht. Völlig anderer Ansatz. Wir haben ganz viel Zeit. Mhm. Minimum. Also unter einer halben Stunde geht gar nichts, eigentlich 60 Minuten oder noch länger. Und es ist immer die innere Bereitschaft und der strikte Wahrung der Grenzen. Es kann jeder jederzeit einschränken, abbrechen oder unterbrechen. Das ist auch wichtig. Ja. Dann wird man sehen, was passiert. Bei mir war es phänomenal. Da habe ich auch einen Text drüber geschrieben. Mhm. Wer den lesen möchte, ich glaube, du kannst den verteilen. Oder, ja, sehr gerne. Also wenn das jemand lesen möchte, ne, meldet euch am besten bei mir per Mail unter info@seelenklopfen.de und dann können wir gucken, ob wir irgendwie den Kontakt herstellen oder ob ich das zuschicke, ne, oder wie wir das machen. Ja, vielen Dank, Ulrich. Das war sehr berührend und hat mich sehr gefreut, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ist auch nicht so selbstverständlich, ne, dass man das so erzählt, so offen. Und ich bin sicher, dass das ganz, ganz vielen Menschen wirklich auch helfen kann, gerade für diejenigen, die auch von Trauer betroffen sind. Ne? Egal, ob es jetzt, wie frisch das ist, es kann ja auch Jahre her sein, es ist ja vielleicht trotzdem dann noch hilfreich. Und für depressive Menschen ist es genauso hilfreich. Ja. Weil Heilung ist letzten Endes ja doch immer irgendwie ja ein ähnlicher Weg, egal wie jetzt die Krise ausgesehen hat. Ne? Okay, hast du noch irgendeine Sache, wo du sagst, die möchtest du unbedingt noch loswerden oder die möchtest du unbedingt noch weitergeben oder was ist so das Wichtigste, deine wichtigste Botschaft? Auf die kleinen Zeichen
achten, die einem das Leben so vor die Nase setzt, auch wenn man die nicht versteht und dann vielleicht denkt, oh, kann gar nicht sein. Doch, doch, das hilft einem weiter. Meine Schreibpädagogin Barbara Pachel-Eberhardt aus Wien hat mal gesagt, sie könne sich, also wenn sie gefragt wird, ob sie daran glaubt, ob ihre, sie hat ihren Mann und zwei Kinder bei einem Unfall verloren, ob ihre Kinder da noch irgendwie als Seele weiterleben oder nicht, hat sie gesagt, naja, niemand weiß das. Das kann so sein, das kann ja sein, dass gar nichts mehr. Aber wenn ich mich entscheiden kann, dann wähle ich den Gedanken, der mir weiterhilft. Ja. Der ist natürlich ganz klar. Ja. In meinem Fall, ja, ich rede immer noch mit meiner Frau. Das Bild hängt im Flur. Das war mir am Anfang peinlich und meine Trauerbegleiterin hat gesagt, doch, machen Sie es mal, das ist gut. Ja, und so mache ich das weiter. Also ich denke ja ein bisschen wie meine Frau, das, wir haben uns angeglichen über die Jahre. Da kann ich mir vorstellen, was er heute sagen würde, zum Beispiel zu unserem Gespräch. Da wäre es erstmal strikt dagegen gewesen, aus falscher Bescheidenheit. Und dann hätte sie gesagt, doch, mach mal. Ist gut. Ich bin dir auf jeden Fall sehr dankbar, dass du den Schritt gegangen bist. Und wir freuen uns natürlich sehr auch über Kommentare. Ihr dürft euch gerne beteiligen, vielleicht von euren Erfahrungen erzählen oder ja, wenn ihr irgendwie Kontakt aufnehmen wollt, meldet euch. Und ja, ich danke dir sehr, lieber Ulrich, für deine Geschichte. Danke dir. Ich danke euch fürs Zuhören. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss. Tschüss.